Morgen. Joey, warum läufst denn du? Na, weil ich nach Berlin will. Was willst du denn dort? Na, ich will wieder endlich in mein Zuhause. Das glaube ich dir nicht. Ach stimmt. Ja, nee, ich will Wäsche waschen. Ich will da eigentlich gar nicht hin, ich will nur kurz Wäsche waschen. Und mich mal baden, weil da gibt es nicht eine Badewanne. Also eigentlich ist, bin ich unterwegs gerade von Freiburg nach Berlin. Zu Fuß mit einer Gruppe von anderen Studenten und Schülern. Wie weit hast du denn noch bis nach Berlin? Na, ich glaube, es sind noch 500 Kilometer. Ah, wie lange brauchst du dafür? 5 Wochen, glaube ich. Du bist aber langsam. Ja, aber ich mache unterwegs auch noch andere Sachen. Vielleicht kannst du ja ganz kurz mal sagen, warum du läufst, Shari. Ganz kurz? Du bist lustig. Ganz kurz, es ist schwer, weil eigentlich sind es ganz, ganz viele kleine Dinge, die mich dazu bringen zu laufen. Zum einen, weil ich einfach selbst gemerkt habe, dass ich mich in der Schule, so wie es jetzt war, gut, ich bin jetzt fast fertig, aber dass ich mich da einfach nicht wohl gefühlt habe, dass ich viel das Gefühl hatte, es geht immer nur um Leistung und immer um die Zukunft und immer jetzt was für die Zukunft machen und eigentlich nie wirklich mal im Jetzt leben. Und so viel Leistungsdruck, so viel vergleichen, wer ist wie gut. Und irgendwie ist das ja nicht nur in der Schule so, sondern es ist in der Universität, das ist im ganzen Leben so, das ist im Beruf auch so. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich da irgendwas ändern möchte, weil ich nicht Lust habe, mich mit anderen Leuten zu vergleichen auf dem Leistungsniveau, sondern dass es vielmehr um menschliche Dinge gehen sollte. Ich laufe, weil ich keine fertigen Lösungen in die Welt trage, sondern weil ich eine Frage in die Welt trage. Eine Frage danach, wie wir leben wollen, weil ich es rausfinden möchte, wie wir es wirklich leben wollen. Mhm. Die Menschen träumen nicht mehr. Was noch fehlt, ist das Neue, wo wir hinwollen. Das ist wenig sozusagen, wo die Menschen sagen, da wollen wir hin. Die gemeinsame Vision fehlt. Ein anderer Punkt ist, dass ich durch das Laufen total viel Energie bekomme. Also erstmal aus meinem Alltag rauskomme und irgendwie ganz viel Neues erlebe, viele neue Leute kennenlerne, ganz viele wunderbarste Begegnungen habe. Und immer wieder überrascht werde, was für ein herzliches Deutschland es gibt. Oder was für herzliche Menschen hier leben. Und wie offen und wie die sich freuen, wenn man sagt, wir sind auf dem Weg nach Berlin und wir wandern, um etwas zu bewegen, um den Menschen Mut zu machen, um ihnen zu zeigen, du kannst deine Träume leben. Und das Gesicht dabei oder wie die darauf reagieren, das ist immer so schön. Das ist immer so eine Freude. Um auch Mut zu machen, um auch ja, den die Hoffnung irgendwie wieder zu geben, auch mitzulaufen oder ja, irgendwie auch an seine Träume oder vielleicht auch einfach nur an seine Fragen zu glauben. Ich weiß nicht, ob jeder so genau weiß, was seine Träume sind. Ich weiß es nicht. Also ich bin Lehramtsstudent und laufe, um vielleicht der Substanz der Bildung etwas näher zu kommen, um mir selber Fragen zu stellen, wo ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und wirklich, um zu schauen, was für Möglichkeiten es gibt, die Welt außerhalb des Klassenzimmers noch mehr in den Unterricht reinzukriegen. Ich lerne unglaublich viel dabei, viel, viel mehr auch meiner Meinung nach als in der Schule. Und ja, ich habe ein Auslandsjahr gemacht, aber diese 2 Wochen wandern oder 3 Wochen wandern und letztes Jahr wandern, das ist ein ganzes Auslandsjahr zusammen. Ich lerne so viel und das ist einfach unglaublich. Ja. Und dadurch, dass wir uns bewegen, ist es auch so eine kleine Metapher dafür, dass wir die Gesellschaft in Bewegung bringen möchten, in einen Wandel. Und also ich persönlich habe einen ganz starken Wandel, wenn ich laufe, weil ganz viele Ideen und Gefühle und Gedanken hochkommen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich glaube, das würde jedem auch gut tun, weil man dadurch viel reflektierter wird. Und ich mach's, weil ich was bewegen will, wenn ich mich selber bewege. Nee. Und wie macht ihr das mit Schlafen? Normalerweise immer spontan. Also fragen wir abends einfach. Aha, ob jemand Platz hat? Ja, wieder mitkommen. Ach, ihr macht das schon länger? Gab's schon einmal. Aha. Ja.
Und ihr wart da auch dabei, oder? Teilweise. Aha. Und das sind also nicht nur unsere Gruppe, sondern da starten aus verschiedenen Städten verschiedene Gruppen. Aha. Und laufen, treffen alle sich dann in Berlin. Im ja. Und wie macht ihr das mit der Schule? Seid ihr da befreit für die Zeit? Oder? Ganz unterschiedlich. Manche haben die Schulbefreiung geholt, manche sind schon aus der Schule raus, einige studieren. Mhm. Einige studieren, während wir laufen. Also wir machen gerade so ein bisschen Wanderuni-mäßig. Das wir halt noch. Es gibt auch Lehramtsstudenten, die also Teil ihres Studiums machen. Genau. Und ja, manche kommen übers Wochenende vorbei. Aha. Manche laufen die ganze Strecke, manche nur ein paar Tage oder ein paar Wochen. Aber der Unterschied ist ein bisschen, glaube ich, dass wir halt nicht so nach Berlin, um da irgendwie dann die Politiker zu treffen und die Forderungen zu stellen, sondern uns geht es halt wirklich um den Weg. Deswegen sind wir auch zu Fuß unterwegs, um einfach mit den also die Leute zu treffen. Und wirklich herauszufinden, was denn wichtig wäre und was denn die wirklichen Ursachen sind für die ganzen Probleme und was denn vielleicht auch wirkliche Lösungen sein könnten. Ja. Also ich glaube, der erste Schritt ist in einem selbst, dass man anfängt, in sich selbst zu überlegen, okay, wie möchte ich leben, warum und wo, in was für einer Gesellschaft und das dann anfangen umzusetzen. Im ganz persönlichen Umfeld, erstmal bei sich selbst und dann vielleicht irgendwie versuchen, es auch immer weiter auszudehnen und zu gucken, wie kann ich das mit anderen Leuten auch in meinem Umfeld verbinden. Ja, und vor allem habe ich gelernt, dass man auf dem Weg ganz viele Leute noch treffen kann, die, denen man zeigen kann, dass sie nicht allein in diesem Wahnsinn stecken. Ich würde denen gern sagen, dass sie anfangen, nicht immer nur zu meckern und immer zu sagen, oh, das ist doof und Schule ist doof und das ist kacke, sondern dann zu schauen, ja, was kann ich denn machen, damit das aufhört, dass es kacke ist. Weil ich höre von so vielen Leuten, dass sie keinen Bock haben, zur Schule zu gehen und dass sie keinen Bock haben auf Uni und generell einfach keinen Bock auf irgendetwas und immer nur rummeckern, aber nie was selber machen. Und das würde ich denen sagen, dass sie da sich trauen, auch mal rauszugehen und was zu verändern oder selber mal zu gucken, was kann ich machen. Darum laufe ich auch, weil ich direkt mit denen in Kontakt kommen will, direkt mit den Menschen sprechen will. Nicht die große Öffentlichkeit, Demonstration, Forderungen stellen und Politiker, sondern und keine Massen, die da bewegen, sondern einfach im Hier und Jetzt den Menschen ehrlich und offen begegnen und fragen, was ihnen wirklich wichtig ist. Um herauszufinden, welche von diesen ganzen Lösungsansätzen, die es gibt, von diesen vielen kleinen Ideen, wie das alles zusammenkommen kann, um eine gesamte, zusammen meine Vision zu bilden. Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass es dann eine perfekte Lösung für alle gibt, sondern dass es halt wahrscheinlich, dass wir viel ausprobieren, experimentieren müssen, dass es viele unterschiedliche Lösungen geben wird. Vielfalt statt Einfalt. Ich habe angefangen, das Leben ganz anders wahrzunehmen. Und mir selbst viel mehr Gedanken zu machen. Nicht immer alles hinzunehmen und zu sagen, ja, ist halt so oder kann ich nichts dran ändern. Mhm. Sondern mir Gedanken drüber zu machen und zu gucken, was kann ich persönlich darüber machen. Und habe generell auch einfach, weil durch das Wandern, durchs letzte Jahr und auch durch die Leute, die hier sind, habe ich so viel Energie bekommen und so viel Mut, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht die Einzige, die was, der es nicht gefällt, die was verändern möchte. Mhm. Und mit dieser Mut und mit dieser Energie bin ich rausgegangen und konnte meinen Eltern mal sagen, hey, ich habe vielleicht gar keinen Bock auf Studieren. Ihr wollt zwar immer, dass ich studiere, aber vielleicht möchte ich das ja gar nicht. Und es war so gut, weil jetzt habe ich mit denen geredet und jetzt akzeptieren die das. Die sehen mich da und wissen, okay, ja, Shari möchte vielleicht nicht studieren. Mhm. Und einfach diesen Mut, den ich bekommen habe von den Leuten um mich herum, durch das Wandern, durch die Begegnung, mit dem gehe ich jetzt viel mehr durch mein Leben und habe irgendwie da auch ein größeres Selbstbewusstsein zu bekommen, zu sagen, ich mache das, wo ich merke, was mir wichtig ist. Und lass mich nicht von anderen so rumkommandieren oder ja, denke einfach selber viel mehr nach über mich und über meine Welt. Das war jetzt die kurze Fassung, wo ich laufe. Das war die kurze, okay. Da 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 da
Eine verloren geglaubte Hoffnung in die Menschlichkeit. Das nehme ich mit. Ich nehme mit, dass wirklich die Menschlichkeit doch da ist. Und ich nehme mit, dass man wirklich die Sachen noch viel, viel mehr hinterfragen sollte, als es die meisten Leute tun. Das ist zurzeit das Wichtigste und das Echteste, was ich machen kann. Und das ist nicht Funkenflug, das ist kein Name, das ist keine Organisation, sondern das ist einfach das, was ich jetzt machen will. As far as the clouds in July, the sun is hot. Is it shining? No, it's not. And so on. It goes right all through the months. Die Menschen berühren. Ich glaube, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Wenn ich irgendwem Fremdes auf der Straße begegne und ich lächle den an und er lächelt zurück, das ist so schön. Ich glaube, das kann noch viel mehr werden als ein Lächeln. In einem Seminar, auf einmal saßen da ganz viele Leute mit Wanderrucksäcken hinten drin und haben ein bisschen so das Seminar aufgewühlt, Fragen gestellt. Und dann kam ich mit ein paar von euch nach dem Seminar ins Gespräch und habe so gemerkt, hey, gibt ja noch andere Leute, die so das Uni-Konzept, wie wir es so haben, nicht so optimal finden. Und ja, dann habe ich mich der Gruppe angeschlossen und laufe jetzt. Ich werde ganz viele Leute zur Diskussion anregen über das, was wir hier tun. Und ich werde vor allem mich selber in Zukunft über alternative Bildungswege noch viel, viel schlauer machen und selber versuchen, noch das Laufen und das Bilden häufiger zu praktizieren. Dass das jetzt gerade passiert. Ja. Dass wir jetzt gerade unterwegs sind und irgendwie in ein paar Wochen nach Berlin kommen. Und dass wir jeden Tag ein Stückchen näher kommen und eigentlich noch nichts haben. Ja. Na, in Berlin treffen wir erstmal die ganzen anderen Läufergruppen, die aus anderen Städten gelaufen sind. Und dann müssen wir eine Woche lang Action machen oder halt auch feiern einfach und ganz viele gemeinsame Aktionen starten und vor allem auch gucken, wie es halt weitergeht und planen, wie man jetzt halt zurückgeht auch nach so einem Lauf, wo man sich so krass verändert hat irgendwie. Und dann wollen wir ein Fest feiern und ganz viele Leute einladen und verschiedene Aktionen auch machen in der Öffentlichkeit und aber auch einfach so zur Ruhe kommen und uns irgendwie finden in anderen Gruppen. Gemeinsam Ideen spinnen, Projekte planen und dafür brauchen wir irgendwie noch ganz schön viele Sachen, damit es da so richtig knallen kann, so richtig viel stehen kann. Wir rechnen ja auch etwa mit 300 Läufern, die etwa ankommen. Genau. Und wenn da so viele Leute ankommen, die sind ja die ganze Zeit gelaufen, ist ja ganz schön anstrengend. Die haben Hunger. Ja, die haben Hunger, die wollen einen ordentlichen Schlafplatz, also die wollen irgendwo ihre Isomatte ausrollen können, weil es regnet ja vielleicht auch mal. Die wollen ja auch vielleicht was Grünes haben. Weil, zum Essen? Ja, zu essen auf jeden Fall, zu essen ist ganz wichtig. Du mal beim Essen. Also auf jeden Fall brauchen die zu essen. Die wollen auch was Warmes, weil die haben jetzt die ganze Zeit immer nur Brot gegessen. Und wenn die dann endlich da ankommen, dann wollen die unbedingt auch was Warmes essen. Weil eigentlich wäre mindestens genauso cool, wenn nicht sogar noch viel besser, wenn die Leute, die das sehen, vielleicht Lust haben, selber richtig mitzumachen, oder? Also zum Beispiel mein Stück mitzulaufen oder ja, stimmt. Vielleicht auch einfach mitzuhelfen in Berlin. Ja, stimmt. Das wäre noch cooler. Ja. Ja, hast du recht. Also, es geht ganz schön steil den Berg hoch. Ja, es geht ganz schön steil den Berg hoch. Ha ha ha.